Die abstruse Gründungsgeschichte von einem Irren, der mit einem Toten sprach, die tödlichen Risiken einer chiropraktischen Manipulation und der Mangel an unterstützender Wissenschaft machen die Chiropraktik zu einer Behandlungsform, die meiner Meinung nach verboten werden sollte. Moin moin, ich bin Dale Kiendorf und heiße dich hiermit herzlich willkommen bei der ersten Adresse für wissenschaftlich basierte Trainingsmobility und Gesundheitsmethoden. Und wenn du zu den 83% der Deutschen gehörst, die im letzten Jahr Rückenschmerzen hatten, hast du wahrscheinlich auch schon mal in Betracht gezogen, zum Chiropraktiker zu gehen oder dir wurde dazu geraten. Diese haben sich an einen Markt angepasst, der mehr von ihnen fordert als nur Schmerzlinderung. Und so sind neben den praktizierenden Chiropraktikern auch Internet-Social-Media-Chiropraktiker mit mehr als 1 Million Follower herangewachsen, die versuchen, in mehr Bereichen zu beraten als bloß an der Wirbelsäule. So erklären sie die Wichtigkeit einer basischen Ernährung, bei der wir spätestens seit dem letzten Mythos Mittwoch wissen, dass es Bullshit ist. Sie sagen dir, wie du Stress mit Detox managen kannst. Und erläutern eloquent die Nebenniere, die, soweit ich weiß, eigentlich nicht in der Wirbelsäule liegt. Chiropraktiker haben längst die Wirbelsäule verlassen und sich als Gesundheitsspezialisten versucht, auf einem Rang mit Ärzten zu positionieren. Manche von ihnen behandeln die Wirbelsäule von Neugeborenen, was sie als immunsystemstimulierende Therapie vermarkten, nach der das Baby keine Impfung mehr braucht. Und all das ist Schwachsinn. Chiropraktik ist nicht viel mehr als der Spaß eines Irren, der die meisten seiner medizinischen Theorien aus Gesprächen mit einem Toten hat. Und diese haben sich seitdem auch nicht großartig weiterentwickelt. Außerdem wurden die Praktiken mehrfach mit Bandscheibenvorfällen, Schlaganfällen und dem Tod in Verbindung gebracht. Und auch die Glaubenssätze der Chiropraktiker sind gefährlich weit von der westlichen Medizin entfernt. In gewisser Weise wundert es mich sogar, dass eine solche Behandlungsform immer noch erlaubt ist. Wieso ihr eure Wirbelsäule und euren Körper nicht in die Hände eines solchen Therapeuten geben solltet, klären wir jetzt. Die Chiropraktik wurde rund 50 Jahre vor dem Contergan-Skandal und dem Bekanntwerden der grausamen Folgen der Lobotomie gegründet. Zu einer Zeit, in der die häufigsten Todesursachen Durchfall und die Grippe waren und Rauchen als gesund galt. Die Lebenserwartung lag damals unter 50 Jahren und es gab natürlich auch keine Scan-Ausrüstung, um die Wirbelsäule zu begutachten. Als 1895 ein Magnetheiler namens Daniel David Palmer einen tauben Hauswart traf und seine Taubheit angeblich durch das Korrigieren seiner Wirbelsäule behoben hat, war die Chiropraktik geboren. Wissend, dass es keine Nerven im Rücken gibt, die tatsächlich das Hören beeinflussen könnten, kann man sagen, dass dieser Vorfall so nie geschehen sein kann. Wenn du vorher keine Zweifel an der Chiropraktik hattest, dann sollten spätestens jetzt die ersten Bedenken aufgekommen sein. Seit diesem Start der Pseudowissenschaften begann Palmer seine Theorien weiter auszuarbeiten und hat eigene Schulen eröffnet, die bis heute bestehen. Die jährliche Unterrichtsgebühr liegt hier laut Yvette d'Entremont bei $34.000 und es gibt eine Aufnahmequote von 100%. Chiropraktik wurde gegensätzlich zu anderen medizinischen Bereichen, die mit Hypothese, Experiment und Begutachtungsprozess gegründet wurden, aus einer Mischung von Hokuspokus, Rätselraten und Religiosität gegründet. So schreibt Palmer selbst in seinem Buch The Chiropractor aus dem Jahre 1914, dass er spiritistische Sitzungen gehalten hat, um den Totenarzt Jim Atkinson zu kontaktieren. Das Wissen und die Philosophie, die mir von Dr. Jim Atkinson, einem intelligenten spirituellen Wesen, zusammen mit den Erklärungen zu Phänomenen und Prinzipien aus Ursachen, Effekten, Mächten und Regeln gegeben wurde, wirkte auf meine Beweggründe ein. Die Methode, durch die ich eine Erklärung für bestimmte physische Phänomene von einer Intelligenz der spirituellen Welt bekam, ist in der biblischen Sprache bekannt als Erleuchtung. Zu großem Maße wurde The Chiropractor's Adjuster unter solchen spirituellen Stimmen geschrieben. Die Theorie der Chiropraktik basiert darauf, dass der Körper seinen gesunden Zustand verlässt, wenn sogenannte vertebrale Subluxationen auftreten. Das heißt, teilweise bzw. unvollständige Auskugelung der Wirbelkörper. Weil die Wirbelsäule und das damit verbundene Nervensystem Signale an den ganzen Körper sendet, behaupten Chiropraktiker, dass die chiropraktischen Behandlungen und Korrekturen die Gesundheit und Vitalität des gesamten Körpers beeinflussen. Um einen besseren Einblick in die Welt der Subluxation zu bekommen, muss man erst einmal verstehen, dass es zwei verschiedene Arten von Subluxationen gibt, beziehungsweise dass es einen Unterschied zwischen einer chiropraktischen Subluxation und einer orthopädischen Subluxation gibt. Und wie diese beiden definiert sind
und auch wissenschaftlich abgesichert sind. 1997 wurde in einer Veröffentlichung der Stiftung für chiropraktische Bildung und Forschung erklärt: Wir, die Chiropraktiker, haben erfolgreich das Konzept einer chiropraktischen Subluxation von dem einer orthopädischen Subluxation distanziert. Diese Distanzierung wird von vielen Chiropraktikern leider häufig nicht erwähnt. Außerdem werden Referenzen zu orthopädischen Subluxationen auch gerne genutzt, um die Wichtigkeit der chiropraktischen Behandlung hervorzuheben, obwohl doch eigentlich so eine klare Distanzierung erfolgt sein soll. Im Gegensatz zu dem mysteriösen, nicht feststellbaren und symptomlosen chiropraktischen vertebralen Subluxationskomplex, der angeblich Krankheiten hervorruft, ist eine wahre orthopädische Subluxation der Wirbel eine Ursache für mechanische und neuromuskuläre Symptome, welche aber auch nie mit Organerkrankungen in Verbindung gebracht wurden. Diese orthopädische, teilweise Auskugelung eines Wirbelgelenks ist bewiesen und führt zu Problemen mit der Beweglichkeit, während eine chiropraktische Subluxation bis jetzt nicht viel mehr als eine Erfindung ist. So ist eine orthopädische Subluxation eine schmerzhafte, teilweise Auskugelung eines Gelenks. Im Gegensatz dazu werden chiropraktische Subluxationen meistens durch Bandscheibendegeneration, Verkrümmung und andere strukturelle Abnormalitäten hervorgerufen. Diese können mechanisch symptomatisch sein, also bei Bewegung Schmerzen verursachen und sind auf Röntgenbildern sichtbar. Liegen keine Erkrankungen wie Bandscheibenvorfälle oder Knochenauswüchse vor, betreffen diese selten die Nerven der Wirbelsäule und wurden noch nie mit einer Organerkrankung in Verbindung gebracht. Ein Bericht des aktuellen Beweismaterials durch 3 Chiropraktiker und einen Doktor fand auch keine Belege für die Theorie der chiropraktischen vertebralen Subluxation. Es wurden keine unterstützenden Beweise dafür gefunden, dass chiropraktische Subluxationen in Verbindung mit Krankheiten stehen oder irgendwelche suboptimalen Gesundheitszustände herbeiführen, die eine Intervention benötigen. Unabhängig von dem beliebten Anreiz lässt dies das Subluxationskonzept im Reich der ungestützten Spekulation. Dieser Mangel an Wissenschaft suggeriert, dass das Subluxationskonstrukt keine berechtigte klinische Anwendbarkeit hat. Während es also eine Berechtigung dafür gibt, eine Subluxation mit einem mechanischen Wirbelsäulenproblem in Verbindung zu bringen, gibt es keine Rechtfertigung, um die Behauptung zu stützen, dass eine chiropraktische Subluxation die allgemeine Gesundheit beeinflusst. Im Mai 2010 hat das British General Chiropractic Council, GCC, der British Chiropractic Association, BCA, geraten, dass dieses chiropraktische vertebrale Subluxationskonstrukt nicht von wissenschaftlichen Belegen unterstützt wird und Chiropraktiker darauf achten sollten, evidenzbasierte Pflege zu geben. Woraufhin die BCA ihre Mitglieder bat, öffentlich keine Referenz zu diesem Komplex mehr zu machen. Diese milde Empfehlung konnte aber nicht dazu führen, die Nutzung dieser Methode, die von indoktrinierten Patienten bevorzugt wird und von manchen Chiropraktikern beworben wird, einzuschränken. Und so nutzt ein großer Teil der Chiropraktiker diese Theorie immer noch. Häufig auch unter anderen Worten oder Namen wie zum Beispiel Gelenksdysfunktion. Um auf die Verbindung zur Organerkrankung zurückzukommen, reicht ein bahnbrechender Bericht von einem Doktor und einem Chiropraktiker aus dem Jahre 1995, der nicht eine einzelne angemessene kontrollierte Studie fand, in der eine Dysfunktion in der Wirbelsäule zu einer Organerkrankung führte. Nicht mal die stärkste Kompression eines spinalen Nervs, also eines Wirbelsäulennervs, verursachte organische Krankheiten. Und auch trotz dieser allgemeinen Übereinstimmung darüber, dass das Konstrukt der chiropraktischen vertebralen Subluxation wissenschaftlich nicht tragbar ist, definiert zum Beispiel das National Board of Chiropractic Examiners die Chiropraktik immer noch als subluxationsbasiert. Der spezielle Fokus der Chiropraktik ist bekannt als chiropraktische Subluxation oder Gelenksdysfunktion. Eine Subluxation ist ein Gesundheitsproblem, das in den Gelenken des Skeletts auftritt und durch komplexe anatomische und physiologische Beziehungen das Nervensystem betrifft und so zu verringerter Funktion, Behinderung oder Krankheit führt. Dies ist übrigens eine Theorie, die natürlich von dem Erfinder und Totenflüsterer Daniel David Palmer stammt, der zu seiner Zeit, auch wenn gerade Röntgengeräte erfunden wurden, zu 99% keinen Zugriff auf so eine technologische Neuigkeit hatte. Was uns darauf schließen lässt, dass er die Theorie, dass es diese Teilauskugelung gibt und ein Chiropraktiker sie mit der Hand erfüllen kann, in Gesprächen mit seinem toten Freund gegründet hat.
In den 1970ern hat der Gründer von Quackwatch, Stephen Barrett, die Palmer School der Chiropraktik kontaktiert, um Lehrmaterialien anzufordern, die Subluxation auf Röntgenbildern zeigen. Daraufhin antwortete die Schule, dass Chiropraktiker nicht behaupten, dass man eine spezielle Subluxation im Röntgenbild sehen kann. Sie können Wirbelsäulenverdrehungen lesen, die darauf hinweisen, dass möglicherweise eine Subluxation vorliegt, und können die tatsächliche Anwesenheit einer solchen Subluxation dann durch andere körperliche Befunde feststellen. Kurz gesagt wusste keiner so richtig, was die aus Palmers Totengesprächen resultierenden vertebralen Subluxationen überhaupt sein sollten, denn man kann sie nicht auf Röntgenbildern erkennen, aber per Hand erfühlen, wobei man normale orthopädische Subluxationen auf einem Röntgenbild erkennt. Das klingt alles ziemlich komisch. Und so musste dann natürlich auch eine Lösung her, um weiterhin Medicare-Zahlungen zu erhalten. Und so traf sich dann 1962 die Chiropraktiker-Community, um zu definieren, was denn überhaupt diese vertebralen Subluxationen sein sollten. Das daraus entstandene Dokument beschrieb die vermeintlichen Röntgenbilder von 18 Arten der Subluxation, von denen viele tatsächlich nur coole Namen für geringe degenerative Veränderungen waren, die normalerweise eintreten, wenn Menschen altern. In der Definition des National Board of Chiropractic, Examiners, heißt es, eine Subluxation ist ein Gesundheitsproblem, das in den Gelenken des Skeletts auftritt und durch komplexe anatomische und physiologische Beziehungen das Nervensystem betrifft und so zu verringerter Funktion, Behinderung oder Krankheit führt. Eine solche Definition führt zu dem Schluss, dass eine regelmäßige Routinekorrektur sinnvoll ist und die Gesundheit verbessert. Und dazu gehört dann natürlich auch die Manipulation der Halswirbelsäule. Und diese Behandlung wurde mit Schlaganfällen und dem Tod in Verbindung gebracht, da hier die vertebrobasilären Arterien reißen können. Das Risiko einer solchen Verletzung steigt mit der Häufigkeit einer regelmäßigen Nutzung an. Im Juni 2010 widersprach das Connecticut Chiropractic Board, dass Halswirbelsäulenmanipulation eine Ursache für einen Schlaganfall sein kann und schrieb, es gebe eine ausreichende Beweislage, um nachzuweisen, dass ein Schlaganfall oder eine Zertrennung der Halsarterien keine Risiken oder Nebenwirkungen der Gelenksmobilisierung, Manipulation oder Korrektur der Halswirbelsäule sind. Wegen der Beweislast, dass die Halswirbelsäulenmanipulation mehr Risiken als Vorteile mit sich bringt, hat das Kaiser Permanente Mid-Atlantic States und die Mid-Atlantic Permanente Medical Group kürzlich ihr Gesetz zur Deckung geändert und die Manipulation der Halswirbelsäule von der Deckung ausgeschlossen, woraufhin die American Chiropractic Association einen Brief an Kaiser sandte, indem sie die ausführlichen Fakten beschrieben, die unterstützen, dass die Halswirbelsäulenmanipulation sicher und vorteilhaft ist. Nein, das ist sie nicht. Und wie sieht es mit Kindern aus? Brauchen Kinder eine chiropraktische Behandlung? Nein. Habt ihr schon mal ein Kleinkind gehört, das sich über Rückenschmerzen beschwert hat? Ich zumindest noch nicht. Dennoch werden Chiropraktiker es mit folgenden Argumenten bewerben. A. Chiropraktik kann bei der Behandlung von Skoliose sinnvoll sein. Nein, Chiropraktik als Zusatz zur kinderärztlichen Versorgung hilft nicht bei der Behandlung von Skoliose. B. Ein Säugling durchlebt ein intensives Geburtstrauma und braucht jetzt eine Korrektur. Erstens findet solch ein intensives Geburtstrauma nur bei 1,1% aller Geburten statt. Und zweitens hilft da keine Korrektur. C. Eine Manipulation stimuliert das Nervensystem des Kindes und verhindert das Bedürfnis von Impfung, behandelt Ohrinfektion, eine laufende Nase, Bettnässe, einfach nein. Sie sagen dann auch gerne, dass ihre Behandlung so sanft wäre, dass sie keiner Fliege was zuleide tun würde. Aber was ist sie denn jetzt? So sanft, dass sie keine Fliege was zuleide tut oder so stark, dass sie Impfstoffe ersetzen kann? Auch wenn manche Chiropraktiker sagen, ihre Methoden wären sanft, gibt es gute Studien, die beweisen, dass die chiropraktische Behandlung von Kindern sehr gefährlich ist. Man kann eine Verletzungshäufigkeit hier leider nicht gut definieren, aber wenn Verletzungen eintreten, sind sie höchstwahrscheinlich sehr gefährlich. So gehen sie von Subarachnoidalblutung bis zu Querschnittslähmung. Auch ein verantwortungsvoller Chiropraktiker und Autor namens Sam Homola rät auf dem Blog Science-Based Medicine davon ab, Kinder zu behandeln und schreibt, Wirbelsäulenmanipulation kann die Wirbelsäule eines Kindes verletzen. Ein systematischer Bericht von 13 Studien, der 2004 veröffentlicht wurde, zeigte 14 signifikante Verletzungen im Zusammenhang mit der Manipulation bei Kindern bis zu 18 Jahren. Davon waren 9 ernste Verletzungen, wie die eben genannten, Subarachnoidalblutung und Querschnittslähmung, und 2 tödlich. Ein Kind starb an Hirnblutung und ein anderes an einer Auskugelung des Atlas, also des ersten Halswirbels, nach einer Halsmanipulation. Aber Halsmanipulationen sind ja nicht gefährlich.
Der amerikanische Chiropraktikverband behauptet schon lange, dass der amerikanische medizinische Verband sie diskriminieren würde, indem sie Patienten den Zugang zu Pflege von Chiropraktikern und anderen ordnungsgemäß lizenzierten Nicht-MDs limitieren. MD bedeutet übrigens Doctor of Medicine, das heißt quasi ein Doktor der Medizin. Aber eine solche Limitierung liegt ja nur im Interesse des Patienten und daran, dass die Sichtweise eines Nicht-MDs eben nicht den Standards der MDs bzw. der richtigen Ärzte und Doktoren gerecht wird, wie auch viele Ärzte bestätigen. Denen ist dann einfach das Risiko zu hoch, ihre Patienten zu einem Chiropraktiker zu schicken. Ein grundsätzlicher Gedanke der Medizin und der Chiropraktik ist, so wenig Medikamente wie möglich zu nehmen. Das ist ja auch an sich eigentlich schlau und sinnvoll. Allerdings nimmt das die chiropraktische Gemeinschaft als Anlass, um die wissenschaftlich belegte Impfung zu diskreditieren. Und das sind keine Einzelgedanken, sondern Ideen, die im chiropraktischen Bildungssystem und in den chiropraktischen Bündnissen weit verbreitet sind. Dies kann auch daran liegen, dass Chiropraktiker weitestgehend keine Medikamente verschreiben dürfen. So hat nämlich eine Studie aus 2014 berichtet, dass die Haltung der Chiropraktiker zum Verschreiben von Medikamenten weitaus positiver in Ländern sind, in denen Chiropraktiker auch Medikamente verschreiben dürfen. Die negative Einstellung gegenüber Impfstoffen beruht hauptsächlich darauf, dass die wissenschaftliche Gemeinde anmerkt, dass die Nutzung von Impfstoffen nicht ohne Risiken ist, schreibt der amerikanische Chiropraktikverbund. Ratet mal, auch Wasser trinken kann Nebenwirkungen haben, aber ohne würden wir nicht überleben. In ähnlicher Weise beruht sich auch die World Chiropractic Alliance und die Chiropraktikgemeinde auf der Freedom of Choice Moral, die besagt, dass jeder selbst bestimmen sollte, was er an Medikamenten zu sich nimmt, um diese Anti-Impfstoffhaltung zu rechtfertigen. Das chiropraktische Bildungssystem und die Zertifizierungsstellen sehen Medizin einfach zu binär. Westliche Medizin ist für sie schlecht und voller Spritzen und die alternative Medizin ist immer 100% sicher. Hier kann man beispielsweise die Chiropraktik selbst anschauen. So gab es schon mehrere Todesfälle wie den des ehemaligen Playboy-Models Katie May. Sie erlitt nach einem Besuch beim Chiropraktiker einen Schlaganfall durch die Zertrennung der Halsarterien. Kurze Tage darauf starb sie. Und auch eine Review-Studie aus 2007 fand, dass Verletzungen, die in Verbindung mit Chiropraktik-Behandlung stehen, lebensgefährlich sein könnten. Zu diesen gehören zum Beispiel ein Riss in der Dura Mater, ein Ödem, eine Nervenverletzung, ein Bandscheibenvorfall, ein Bluterguss und ein Knochenbruch. So sicher ist die alternative Medizin leider auch nicht. Und auch wenn dir dein Chiropraktiker keinen Bullshit über Nebennierenschwächen, Kariesbehandlung und der Sinnlosigkeit von Impfungen erzählen will, wie die folgenden, ändert das nichts an seiner Ausbildung, dem Grad oder dem Mangel an Wissenschaft hinter der Praktik generell und der sehr, sehr, sehr merkwürdigen Gründungsgeschichte. Natürlich wissen wir alle, dass Social Media Fluch und Segen zugleich ist und dass auch Chiropraktiker soziale Medien nutzen können. Es ist hier allerdings so, dass die Social Media Chiropraktiker, zu denen wir gleich noch einzeln kommen werden, die Loyalität von Anhängern ausnutzen, die einem Profi gerne vertrauen, der schlau wirkt und einen Doktortitel, der Chiropraktik, hält. Der erste Chiropraktiker, den wir uns hier anschauen, ist Josh X. Auf Facebook nennt er sich selbst Board Certified Doctor of Natural Medicine. Seinen Doktor hat er vom Palmer College der Chiropraktik und er schreibt gerne darüber, welche Sonnencremes sicher sind. Er berichtet auch gerne von Snacktipps zu wahrscheinlich über 1900 Kalorien Mandelbutterrezepten. Aber er macht auch gerne schwerwiegendere Behauptungen, zum Beispiel, dass man Karies wieder beheben kann. Erstens, kann man nicht. Zweitens, wieso gibt er Tipps zu 10? Oder dass man schmerzhafte, möglicherweise gefährliche Infektionen wie eine Harnwegsinfektion mit essentiellen Ölen und antiviralen Kräutern behandeln könnte? Nicht wirklich. Oder dass ein zweckhaftes Leben mit einer Bestimmung, Living a Life of Purpose, das Demenzrisiko verringert. Bruh. Außerdem sollen seine Produkte viele unterschiedliche Bedingungen unterstützen, so wie das Leaky Gut Syndrom, welches es nicht gibt. Und außerdem ist die Nutzung des Wortes unterstützen eine legale Möglichkeit, Wirkung zu bewerben, ohne beweisen zu müssen, dass etwas eine Behandlung für eine Sache ist. Um das Bild eines Naturmediziners zu vervollständigen, ist er natürlich Impfstoffgegner. Ein weiterer Social-Media-Chiropraktiker ist Eric Burke, der ziemlich sicher ist, dass nicht Dinge wie Herzerkrankungen oder Krebs zu den größten Problemen der Gesellschaft gehören, sondern Nebennierenschwäche. Erstens, er ist ein Chiropraktiker. Wieso über die Nebenniere reden, wenn es um Wirbelsäulenmanipulation bei Chiropraktik geht?
Zweitens, ein Bericht von Studien aus dem Jahre 2016 fand keine unterstützenden Beweise für die Existenz dieser Krankheit. Es gibt zwar andere Krankheiten der Nebenniere, aber eben keine Nebennierenschwäche. Also wieso drüber reden, wenn es das gar nicht gibt? Ist hier vielleicht Angst einfach das Geschäft? Ein anderer Internetchiropraktiker ist Billy DeMoss, der denkt, Impfstoffe sind für Idioten. Ja, das hat er wirklich gesagt. Er glaubt an Chemtrails und die chiropraktische Behandlung von Kindern und Säuglingen. Neben vielen anderen Aussagen zu den Vorteilen der Kinderbehandlung beschrieb er, dass Kinder, die chiropraktische Behandlung bekommen, nicht krank werden. Na, wenn das so fundiert ist wie die Chemtrails. Also was sollte man dann tun? Kommen wir zum Fazit. Eine chiropraktische Behandlung kann nützlich bei der Behandlung unkomplizierter mechanischer Rückenbeschwerden sein. Aber bis Schulen und Bündnisse das nicht genauso kommunizieren und Theorien wie die der vertebralen Subluxation über Bord werfen und die Regierung und die Gesetzeslage eine genauere Definition von der Chiropraktik findet, ist von Chiropraktik grundsätzlich abzuraten. Die Association of Chiropractic Colleagues gibt an, dass Chiropraktik sich um die Aufrechterhaltung und die Wiedergewinnung der Gesundheit kümmert und sich speziell auf die Subluxation fokussiert. Diese allgemeine und viel zu vage und ungenaue Definition der Chiropraktik wurde von der American Chiropractic Association, der Internationalen Chiropractic Association und der weltweiten Föderation der Chiropraktik übernommen. Es gibt auch mindestens 97 unethische Korrekturtechniken, die alle auf der unsinnigen, unwissenschaftlichen Theorie der chiropraktischen vertebralen Subluxation basieren. Würde im Jahr 2018 ein Mann behaupten, er hätte einen Tauben geheilt, indem er seinen Rücken geknackt hat, und daraufhin ein gesamtes medizinisches Feld auf der Basis von Gesprächen mit einem Toten aufbauen, dann würde er zu 99% hart ausgelacht werden. Und so ist Chiropraktik eben kein richtiges medizinisches Feld. Die Chiropraktiker würden gut daran tun, sich als Spezialisten für mechanische, unkomplizierte Rückenschmerzen zu positionieren, anstatt der ultimative heilige Gral für alle Gesundheitsprobleme sein zu wollen. Auch weil es momentan kein eindeutiges Label für wissenschaftlich arbeitende Chiropraktiker gibt, die sich nur um Rückenschmerzen kümmern, gehen Ärzte logischerweise ungern das Risiko ein, ihren Patienten an einen Chiropraktiker zu überweisen, ohne zu wissen, was dann passiert. Und das wiederum macht dann aber auch den spezialisierten Chiropraktikern, die sich wirklich nur mit Rückenschmerzen beschäftigen, das Leben schwer. Falls ihr euch jetzt fragt, was ihr stattdessen gegen eure Rückenschmerzen machen solltet, hat ein Bericht aus 2003 gezeigt, dass Massage effektiver als Schmerztherapie ist als Chiropraktik. Da wir aber wissen, dass Schmerztherapie das zugrunde liegende Problem nicht alleine lösen kann, benötigen wir neben der passiven Intervention durch eine Schmerztherapie auch eine aktive Komponente. Und da käme dann die Physiotherapie bzw. die Übungstherapie ins Spiel. Hier ist schon die eigene Beschäftigung mit Mobility-Übungen sehr gut oder ein individueller Mobility-Plan, wie ihr ihn auch in meinem Shop bekommen könnt. Aber auch persönliche lokale Assessments und Personal Trainings und Physiotherapie sind hier eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um eine gute, erfolgreiche Behandlung zu gestalten. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber mein Freund hat gesagt, es hat ihm geholfen, dann sind das nur Anekdoten. Und Anekdoten und Meinungen sind eben nicht so vertrauenswürdig wie Studien, systematische Berichte und so weiter. Deswegen schreibt jetzt bitte nicht in die Kommentare, ja, aber mir hat das geholfen oder meinem Freund hat das geholfen, du Blöder. Weil ich ja nur das wiedergebe, was die Wissenschaft herausfindet. Zusammenfassend würde ich aufgrund der geringen und sehr leicht ersetzbaren Wirkung der Chiropraktik und dem gleichzeitig aber sehr hohen Verletzungsrisiko von der Chiropraktik momentan abraten und euch empfehlen, auf Massage und Physiotherapie bzw. Übungstherapie zurückzugreifen. So Leute, und das war das Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Die meisten meiner Infos habe ich von Yvette D'Entremont von Science Babe. Die hat einen sehr, sehr interessanten, ausführlichen Artikel darüber geschrieben, und von Science Based Medicine. Das ist auch ein Blog, der sich halt mit wissenschaftlich basierter Medizin beschäftigt. Also, wenn ihr da vorbeischauen wollt, schaut auf jeden Fall da vorbei, holt euch die Infos selbst, lest euch nochmal selbst rein. Alle Quellen sind wie immer in der Beschreibung. Neben denen habe ich natürlich noch andere Quellen wie die ganzen Studien und so. Die packe ich euch auch alle in die Beschreibung. Findet ihr alle da, damit es keine Möglichkeit für Diskussionen gibt. Ja, und wie gesagt, den Grundteil habe ich wirklich von diesen beiden Quellen. Das heißt, es sind nicht meine eigenen Ideen, die ich hier geschildert habe, sondern einfach das, was die berichtet haben von der Wissenschaft, beziehungsweise einfach quasi die Wissenschaft. Ich berichte von der Wissenschaft,
beziehungsweise davon, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Und ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Methode. Falls euch das Video gefallen hat, es stecken hier 8 Tage, 16 Stunden Arbeitstage Research drin von meiner Seite. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst, vielleicht ein Abo, wenn ihr den Kanal noch nicht vorher kanntet und mir drunter schreibt, was ihr als nächstes so sehen wollt, beziehungsweise was ich im nächsten Mythos Mittwoch angehen soll und was ihr sonst noch für Fragen habt. Ich würde mich auch freuen, wenn wir einfach so ein bisschen in den Kommentaren uns austauschen können, uns unterhalten können, wie eure Erfahrungen mit Chiropraktik generell sind. Würde mich einfach interessieren, dass wir da so ein bisschen so eine produktive Diskussion, so eine produktive Konversation gestalten können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.